Wie ich mir meinen Mann geangelt habe. Das war 51 zu Josefi. Ich war gerade 16, hätte eigentlich nicht mitgehen dürfen mit meinen Eltern. Es war ein geschlossener Ball. Aber meine Mama hatte mir immer schon ein bisschen so vorgeschwärmt von den Gentnerbuben, weil es waren drei Stück. Und irgendwie war ich da ein bisschen interessiert schon dran und wollte unbedingt mit. Also dann kam mein Onkel von Stuttgart und der sagte, selbstverständlich nehmen wir dich mit. Ja, und dann habe ich dann recht nett mit meinem Zukünftigen getanzt und habe auch, irgendwie haben wir uns gleich von Anfang an gut verstanden. Und ich fuhr dann wieder mit meinen Eltern mit dem Auto wieder heim und ich hatte dann ihn nur gefragt, na, wo wohnst du denn? Ja, in der Nähe vom Ostbahnhof, mehr wusste ich nicht. Und hatte aber dann von meinem Papa erfahren, weil der hat immer so kassiert in der Firma, dass er am 3. Januar geboren war. Sag ich, gut, merke ich mir, bis Januar musste warten. Da wurde er 21, also dachte ich mir, schreibst heimlich eine Karte. Adresse habe ich nicht, schickst es an die Firma. Jetzt der arme Mann, natürlich wurde aufgerufen, komm mal her, dir hat jemand geschrieben. Mein Mann dachte, Blödsinn, wer schreibt mir? Ja, und dann habe ich natürlich draufgezogen, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern können. Es war zu Josefi-Tanz und ich habe ja bei Hertie gelernt am Bahnhofplatz und habe dann noch frech hingeschrieben, du kannst mich ja gerne mal abholen, Kaufhaus Hertie am Bahnhofplatz. Ja, okay. Und er liest die Karte und geht zu meinem Vater hin, weil das war ein Arbeitskollegen, und sagt, wie heißt denn deine Tochter? Heißt die Gerda? Ja. Ist das die Schrift von deiner Tochter? Schau mal, die hatten mir das geschrieben. Ja. Ja, gut. Vati hat nichts gesagt, ist heimgegangen. Hat das natürlich meiner zweiten Mama prompt erzählt. Und die war natürlich momentan außer sich. Wie kann ein Mädchen sowas machen? Und sie kannte ja alle drei, aber es war ihr nicht recht. Jetzt kam ich dann natürlich heim, habe gesagt, ah, essen wir jetzt. Und da hat sie gesagt, ich habe schon gegessen. Und da habe ich mich schon geärgert. Da bin ich zu meinem Vati rein und sage, was spinzen? Wie man halt so ist mit 16, was spinzen, was hat sie denn? Und da lachte er und sagte, nur du wirst schon wissen, warum. Ich? Keine Ahnung, wieso. Du hast doch den Theo eine Karte geschrieben. Mein ganzer Kommentar war, so ein Depp. Wie kann der das jetzt bloß, das meinen Eltern wieder sagen? Ja? Und dann war aber der Hertie-Faschingsball war dann auch im Januar, das war dann 52, und wir durften Gäste mitbringen und da habe ich dann zu meinem Vati gesagt, also du weißt ja schon, wem du mir dann mitbringen musst, ich besorge eine Karte. Und da habe ich dann eben für meine Eltern und für meinen Zukünftigen habe ich dann eine Karte bekommen. Und er wollte sich treffen, aber er war auch ein bisschen unschlüssig und ist da nicht um die Zeit da gewesen. Und dann hatte er keine Karte. Jetzt wollte er aber doch rein im Salvatorkeller. Damals waren ja 5 Mark viel Geld. Hat er dem 5 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich hätte zwar eine Karte, aber ich muss da unbedingt rein. Ja, dann hat er den reingelassen. Ja, aber er wusste ja nicht, wo wir sitzen, in dem großen Salvatorkeller, der noch früher war, ja noch ein bisschen anders wie heute. Und ja, dann haben wir aber, vor allem meine Mama hat ihn dann irgendwie entdeckt. Ja. Und ja, also ich hätte ihn natürlich am liebsten sofort abgeküsst und umarmt, aber konnte ich ja nicht. Ja, war ja noch zu jung. Ich war allerdings dann schon indessen 17 Jahre. Und wir hatten dann bald drauf wieder einen Ball und da war ich natürlich mit 17, konnte ich ja mitgehen. Und das darf ich nicht vergessen, als ich ihn das erste Mal getroffen hatte mit 16, da hatte mich ein anderer zum Tanzen raufgeholt und der konnte nicht tanzen. Und da ist mein Mann rauf, was er nie sonst gemacht hat, und hat gesagt, wenn du nicht tanzen kannst, gell, so geht das nicht. Und hat ihn auf die Seite geschubst und hat mit mir weiter getanzt.
Das hat mir wahrscheinlich auch sehr imponiert. Jedenfalls ist er dann irgendwann verschwunden, weiß nicht, wo er hin ist. Und dann kam wieder der her und wollte sich zu mir hinsetzen. Und ich war natürlich schon damals sehr weit und sagte, das geht nicht, das ist der Platz von meinem Verlobten. Und wenn der reinkommt und das sieht, kriege ich einen Krach. Er soll sich gefälligst schleichen. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, wieso habe ich das damals erzählt? Warum habe ich so spontan gehandelt und habe mir gedacht, das ist mein Verlobter. Ja, da habe ich ihn ja gerade ein paar Stunden erst gekannt. Und wie gesagt, wir waren 51 Jahre glücklich verheiratet. Und mein Mann hat immer zu mir gesagt, beschwer dich niemals über unsere Ehe, denn du hast ja mich geheiratet. Du hast mir die Karte geschrieben und das war ja eigentlich der Anlass, dass wir uns weiter kennengelernt haben.